Wir fangen jetzt direkt mit dem Thema an. Thema in dem Panel sind die Daten, Login, Konsens, Allianzen, die gerade für den deutschen Markt und für den europäischen Markt relevant sind. Wir haben heute schon viel gelernt über DSGVO, E-Privacy, Datenschutz und Änderungen der Datenschutzregularien in den nächsten Jahren und Monaten. Von daher das Thema für uns jetzt, wie können wir damit umgehen? Wie können wir möglichst das tun, was vorher getan wurde in Betrachtung der Datenschutzregularien? Wie kann man dem User näher kommen? Wie kann man das Ganze für den User greifbar machen? Und wie kann man übergreifend gegenüber den amerikanischen Playern, die es gibt, einen Gegenpol finden, damit das Ganze auch tatsächlich flächendeckend mit großer Reichweite funktioniert? Von daher haben wir eine illustre Runde mit vielen spannenden Gästen und eine große Bandbreite. Damit wir erstmal einen Einstieg finden in das Thema, würde ich als Liebstes am ersten Mal schauen, welche Allianzen, Datenallianzen gibt es im Moment, welche Modelle gibt es am Markt, wie funktionieren die ganzen, damit wir überhaupt verstehen, worüber wir reden und wie das Ganze losgeht. Da Verimi diese Woche ja mit Presse und PR aktiv war und jetzt dann offiziell gelauncht ist, würde ich Donata da den Vortritt lassen, dass uns einfach mal einführt, was denn Verimi genau ist und wie das Ganze funktioniert. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mir eine große Freude. In der Tat haben wir gestern unser MVP von Verimi gelauncht und haben die Plattform hochgefahren, haben erste Kunden und Partner angebunden und sind jetzt dabei, das Produkt tatsächlich am Nutzer zu sehen. Für uns eine total spannende Phase und ein total spannender Moment. Verimi ist die Gründung von 10 großen deutschen Industrieunternehmen, unter anderem Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Deutsche Bank, Daimler hier, aber auch die Lufthansa, dazu noch Telekom und Giesecke Devrient, ein kleiner Dienstleister. Core ist im Prinzip unsere Gesellschafterstruktur. Und das zeigt schon, dass es bei Verimi im Prinzip um was Großes geht, nämlich es geht darum, ein Gegenpol zu den großen Datenunternehmen und Plattformen aus den USA und aus Asien zu bilden. Alle unsere Gesellschafter, die insgesamt alle renommierte deutsche Firmen sind, haben festgestellt, dass sie erstens dieses Spiel nicht alleine gewinnen können, sondern dass sie sich dazu in Verbund begeben müssen und ihre Datenbeziehungen im Prinzip versuchen müssen, einmal zentral aufzusetzen und dann miteinander zu teilen, wenn der Kunde das denn auch möchte. Und gleichzeitig ist klar geworden, dass wir einmal einen zentralen Login brauchen, der im Prinzip als die zentrale Datenstelle für den Kunden fungiert und der Kunde von da aus entscheidet, welche Portale und welche Produkte er mit anbindet. Bei Verimi geht es allalong nicht nur um das Thema Login, sondern es geht vor allem um die digitale Identität. Wir glauben, dass die digitale Identität der Cornerstone, also der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die weitere Digitalisierung sein wird. Egal, ob es jetzt um das Internet of Things geht oder um Machine-to-Machine-Kommunikation, die Identität, die abgesicherte Identität eines Einzelnen, wird dabei die entscheidende Rolle spielen, auf die alles immer wieder zurückkommt. Wir nennen das auch den digitalen Zwilling. Und der Weg von Verimi ist jetzt über dieses Sign-on, über die Möglichkeit, E-Signature anzubieten, Opt-in-Payment, dieses Produkt weiter mit seinen Features und Funktionalitäten zu entwickeln, um dann irgendwann den abgeleiteten digitalen Zwilling, die abgeleitete digitale Identität anbieten zu können und eben durch die Gesellschafter und viele Partner, die jetzt noch dazukommen, schnellstmöglich Reichweite aufzubauen. Vielleicht noch wichtig, unsere Markenversprechen sind sicher, transparent und einfach. Und bei uns geht es vordergründig um das Thema Sicherheit. Die Bundesdruckerei, die Deutsche Bank, Giesecke und Devrient und die Allianz sind alle regulierte Betriebe, die ihre Sicherheitsanforderungen an Verimi übergeben haben. Deswegen ist das vor allem mal ein sicheres Produkt, mit dem wir jetzt seit gestern in den Markt gestartet sind. Ja, also bei den Namen und den Brands, die dabei sind, mit Sicherheit auch kein leichtes Unterfangen, da alle unter einen Hut zu bekommen und da einen gemeinsamen Standard zu schaffen. Wie stelle ich mir denn das aus Nutzersicht vor? Ich melde mich jetzt bei Bild.de an und habe da ein Profil. Gilt das Profil dann auch für alle Partner oder führen die an alle einzeln ihr Profil? Kann ich die Daten mitnehmen oder nutzen? Wie sieht es denn aus User-Perspektive aus? Also der Use Case von der Deutschen Bank ist tatsächlich schon live, deswegen mache ich es mal am Beispiel der Deutschen Bank. Wenn man heute in die Deutsche Bank sich einloggt und der Deutsche Bankkunde ist, kennt diese Login-Maske mit diesen 4 unterschiedlichen Ziffercodes und einem blauen Login-Button, der wird sehen, dass da drunter jetzt auch ein grüner Login-Button ist, nämlich der Login mit Verimi. Und ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder kann ich mich im Zuge meines Login-Prozesses bei der Deutschen Bank für Verimi entscheiden,
und meine Deutsche Bank-Daten, die Login-Daten, die ich zur Deutschen Bank verwende, an Verimi übertragen, also meine persönlichen Daten an Verimi übertragen. Oder aber ich kann meinen dann bereits existenten Verimi-Account nutzen, um mich bei der Deutschen Bank anzubinden. Also die Idee ist recht einfach. Der Nutzer legt einmal sein zentrales Nutzerkonto bei Verimi an, egal ob er das direkt tut oder durch den Transfer eines anderen Kontos, hat dann sein Verimi-Konto aufgebaut und kann dann unterschiedliche Dienstleistungen damit verknüpfen. Das heißt, ich kann mein Deutsche Bankkonto damit verknüpfen, ich kann irgendwann mein Bild.de-Konto damit verknüpfen, ich kann mein Daimler Carsharing Service damit verknüpfen und kann so meinen zentralen Login als die zentrale Stelle sehen, wo ich auch sehen kann, wer was mit meinen Daten tut, egal ob das jetzt Nutzer- oder Nutzungsdaten sind. Die Kunden haben volle Transparenz und volle Autarkie darüber, über Schieberegler zu entscheiden, wer was mit den Daten machen darf und wer nicht. Okay, vielen Dank. Thomas, der zweite größere Pol am Markt. Kannst du uns kurz erklären, wie das mit der NetID funktionieren wird? Ja, vielen lieben Dank, Dino. Ich wollte eigentlich Donata den Vorschlag machen, dass sie am ehesten bei der NetID jetzt anfangen soll. Mit dem, was sie erklärt hat, hat sie eigentlich nahezu dasselbe erklärt, was eigentlich die NetID ist. Wir haben ja auch beide dieses Grün jetzt gewählt. Wir haben den grünen Button und ihr jetzt auch. Von dem her gibt es ein bisschen Anknüpfungsmöglichkeiten. Vielleicht haben wir da tatsächlich Möglichkeiten. Also, ganz kurz, es gibt seit 2 Wochen gegründet die sogenannte European NetID Foundation. Kernprodukt, eines der Produkte der European NetID Foundation ist tatsächlich die sogenannte NetID, die tatsächlich ähnlich wie das Verimi-Login genauso als Single-Sign-On-Login-Ansatz insgesamt funktioniert. Im Unterschied zum Verimi-Konzept ist die European NetID Foundation als Stiftung aufgesetzt. Das heißt, wir reden nicht über Gesellschafterstrukturen, sondern wir reden über ein offenes Rollenmodell, in dem tatsächlich die Richtlinien verabschiedet werden, die Richtlinien definiert werden und dann seitens der interessierten Nutzer der Produkte der Stiftung tatsächlich die Möglichkeiten existieren. Die Nutzer der Produkte der Stiftung sind tatsächlich in dem Fall B2B-Kunden, soll heißen Publisher-Seiten, E-Commerce-Seiten, möglicherweise eben aber auch Unternehmen aus der Finance- und Versicherungsbranche. Das heißt, auch wir haben einen ähnlichen Entwicklungspfad insgesamt vorgesehen. Neben dem Single Sign-On-Ansatz, der doch damit verbunden ist, das heißt eben tatsächlich dem Login-Modell, ist zweiter Schwerpunkt im Rahmen der NetID tatsächlich dann eben das sogenannte Consent-Management, Zustimmungsmanagement, eben der Sachverhalt, dass der Nutzer, und ihr merkt, die etwas unterschiedliche Sprache, Donata spricht von Kunden, wir sprechen zum gegenwärtigen Zeitpunkt vom Nutzer, dass der Nutzer über seine NetID seine Zustimmungen verwalten kann, die er individuell als eine der Konsequenzen der Datenschutzgrundverordnung / und dann infolge der E-Privacy-Verordnung jeweils Marktteilnehmern geben muss, kann, entziehen muss und möglicherweise auch löschen muss. Auch hier ist das gleiche Thema wie bei Verimi. Der Nutzer am Ende entscheidet darüber, will er dieses Angebot annehmen, entscheidet er sich dafür, die NetID zu nutzen. Im Unterschied zu Verimi, aufgrund der Gründungsstifter der European NetID Foundation, die ja eine 1&1 und eine Pro7 als auch eine Mediengruppe RTL sind, ist die NetID sozusagen vom Start an schon sowas wie HD Ready. Das heißt, es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon knapp über 35 oder 40 Millionen Accounts, die grundsätzlich NetID-fähig sind, die dann eben einer Transformation hoffentlich bei Annahme des Kunden, des Nutzers tatsächlich demnächst erfahren. Okay, vielen Dank. Alexander, du hast erwähnt, dass es im E-Commerce-Bereich ähnliche Bestrebungen gibt, auch da dann noch einen größeren Gegenpol zu bilden. Kannst du uns da kurz abholen, wo da der aktuelle Stand ist und was ihr vorhabt? Sehr gerne. Also bei euch geht es ja im Wesentlichen darum, auch ein Gegengewicht gegenüber Google und Facebook aufzubauen. Auf unserer Seite ist natürlich die Macht von Amazon auf der E-Commerce-Seite sehr deutlich zu spüren. Auch hier ist es so, dass Amazon letztendlich über alle Logins, alle Informationen des Users verfügt, während der kleine Retailer da dumm aus der Wäsche schaut.
Wir haben über die letzten Jahre ein Commerce-Marketing-Ökosystem über alle Kunden, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, aufgebaut. Das sind weltweit 20.000 Kunden in etwa. In Deutschland sind es mehrere hundert oder fast mehrere tausend. Und die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, deren Daten poolen wir auch im Hintergrund, im Auftrag dieser Kunden, immer auch mit Wissen des einzelnen Users. Sodass jeder Kunde, der Teil unseres Netzwerks ist oder unseres Commerce-Marketing-Systems ist, dann gleichzeitig vom anderen Kunden profitiert. Ein einfaches Beispiel. Identifizierung des Kunden über unterschiedliche Geräte hinweg ist ja eine große Herausforderung technologisch. Das heißt, wenn ein Kunde A und B mit uns zusammenarbeitet und wir erkennen den Nutzer, der loggt sich bei Kunden A in einem Device ein und beim Kunden B im nächsten Device, dann profitiert der jeweils andere Kunde von der Device-Information und wir matchen die Kunden für den User für den Kunden, um entsprechend die Werbung dann auch auszuliefern. Ist das auch eine Allianz unter mehreren Partnern oder ist das jetzt von euch ein gestartetes Projekt? Das ist ein von uns gestartetes Projekt, das ist eine Allianz all unserer Kunden, wenn du so willst. Okay. Und wo seid ihr da momentan, so im Status ungefähr? Ja, das läuft bei uns seit mehreren Jahren und jeder partizipiert da bereits heute davon. Okay, das heißt, alle Kunden von euch sind da automatisch mit dabei, mehr oder weniger, oder schon länger mit dabei. Und dadurch habt ihr dann auch eine gesicherte Reichweite. Genau, also der Kunde hat eine Opt-out-Möglichkeit, aber sobald der Kunde sagt, finde ich gut die Idee und die meisten, 80% der Kunden machen das, sind sie mit dabei. Okay, jetzt haben wir mehrere Allianzen, wo auch verschiedene Vermarkter schon dabei sind, verschiedene Brands dabei sind. Jetzt haben wir auch Vermarkter heute dabei, die noch nicht irgendwo dabei sind, zumindest nicht bei den Allianzen, die hier sitzen. Wie ist denn eure Position im Moment zu den Allianzen und den Vermarkter-Allianzen? Also wir sind dem ganzen Thema sehr offen gegenüber aufgestellt, sind auch mit beiden Parteien, die hier heute vertreten sind, in offenen, konstruktiven Gesprächen und befürworten auch das ganze Thema. Denn letztendlich aus User-Sicht macht es ja Sinn, oder es wird auch mit der Gesetzgebung, wir alle wissen noch nicht, wie E-Privacy jetzt final aussehen wird, man kann aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass bestimmt ein User-Consent dann irgendwann notwendig werden wird. Und das ist dann aus Nutzersicht eigentlich sinnvoll, wenn man das über ein Login dann kombiniert durchführen kann oder zumindest ein einheitliches Framework hat. Unsere Perspektive ist dann ein bisschen, ich würde mal den Publisher hier heute auch mit vertreten, auch wenn natürlich die IP eigentlich auch ein Publisher darstellt, ist natürlich eine Option zu haben, die unterschiedlichsten Drittsysteme, die man hat, in dem Rahmen seines Ökosystems dann mit diesem User-Konsens auch vertreten zu können und anschließen zu können und hier nach Möglichkeit eine Lösung zu haben, die dann zwischen den unterschiedlichen Systemen vermittelt. Wir haben heute gehört, es gibt eine große Anzahl von Usern, die vielleicht schon mit der NetID starten werden. Ich gehe davon aus, dass aber auch die Verimi einiges an Usern aufbauen wird. Und wir als Publisher, der dann dazwischen steht, wollen natürlich unseren Usern eine entsprechende gute User Experience liefern. Und dann wird ein User, der Verimi hat, vielleicht auch sagen, dass er es am liebsten auch Verimi weiter nutzen möchte und dann nicht nur auf der einen Seite das eine, auf der anderen Seite das andere. Also insofern schauen wir uns gerade an, wie wir bestmöglich für die Publisher ein entsprechendes Framework schaffen, um die unterschiedlichen Systeme miteinander zu vermitteln und bestmöglichst nur ein System dann einbauen zu müssen. Okay, vielen Dank. Tobias, ihr seht das ja so ein bisschen aus der anderen Seite, sage ich mal. Wie ist denn eure Position zu dem, was ihr im Moment am Markt tut? Ja, guten Tag. Ich arbeite ja für eine Mediaagentur, die für ihre Kunden datenbasierte Kampagnen aussteuern will. Und da ist ein System genau der richtige Ansatzpunkt. Also natürlich finden wir es sehr gut, wenn es Ansätze gibt, Populationen zu schaffen, die Opt-ins zusammenzufassen, die auch in Zukunft unter einer eventuell kommenden E-Privacy-Regulierung die Aussteuerung datenbasierter Kampagnen in der Fläche und außerhalb der großen Silos, die ja doch immer so ein bisschen auch ihre eigenen Interessen mit vertreten, möglich machen, vor allem in so einem multilateralen und kooperativen Ansatz. Natürlich interessiert uns jetzt aus Online-Marketing-Sicht die eine Allianz im Moment mehr als die andere, ist ja irgendwie logisch. Und ich denke, wenn es eine Allianz gibt, die Opt-ins zusammenführt, dann sollte es in diesem Bereich auch nur eine geben, die eben dann möglichst groß ist. Ein Punkt, der mir aber auch noch ganz wichtig ist,
Ich beschäftige mich gezwungenermaßen, wie wir alle, in letzter Zeit sehr viel mit dem ganzen rechtlichen Kontext, Datenschutzgrundverordnung, E-Privacy. Und wofür ich warnen würde, ist, dass man jetzt vorschnell in ein komplettes Opt-in-Regime flüchtet. Also ich glaube, es ist allen klar, E-Privacy kann kommen, wird möglicherweise irgendwann mit Opt-in kommen, aber unter dem, was jetzt Ende Mai, Anfang Juni kommen wird, besteht keine Notwendigkeit, ein Opt-in für die Ausspielung datenbasierter Kampagnen zu haben. Das bedeutet, wir sollten diese Möglichkeit des berechtigten Interesses, den Begriff haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört, nutzen, solange es uns möglich ist, weil wir dürfen uns nichts vormachen. Auch die größte Allianz wird die Reichweiten, die wir für unsere Kunden in den Kampagnen erreichen können, massiv verringern. Vielen Dank. Jetzt ist das Thema ja mehrschichtig. Es wird ja von mehreren Ebenen, sage ich mal, angegriffen. Es gibt einmal so das Identity Management auch, wo ich auch meine Bankdaten vielleicht hinter habe und auch Personaldaten und andere Dinge speichern kann. Dann habe ich so diese Stufe der Opt-ins, wo ich mich einlogge und ein Profil habe, um auf bestimmten Produkten bestimmte Services nutzen zu können. Und unten kommt ja der Consent. Ich kann ja die Zustimmung auch im Prinzip einsammeln, ohne dass ich mich irgendwo einloggen muss, sondern einfach, da ich einen Haken setze und das wird persistiert. Tim, hier kommt er eher so ein bisschen aus der anderen Richtung, wo es nicht vom Identity Management kommt, sondern eher so vom Consent einsammeln. Stimmt. Wie seht ihr das denn? Wo kommt denn eure Lösung her? Ja, danke. Mein Name ist Tim Gehnen, ich bin der Gründer von Factor. Ich verstehe alles sehr gut auf Deutsch, aber ich würde gerne auf Englisch antworten. Consent Management, I'm a bit surprised to hear that you say we don't need consent for under the GDPR. I think in the Netherlands we take quite a different approach. I think also in other countries. So I think every country is taking a different approach. I think also it doesn't help that GDPR will have local laws explaining the local situation. But from a consent management perspective, we believe identity is key. I very much agree with Donato. But you need to give consumers choice and control over their data. And that's where it starts. And I would say where we approach it differently is that we decentralize the consent and the data. We actually feel that consumers should be the owner of their data and not necessarily all the third parties. And I think if you like level the playing field, I think it's a very good starting position for all of us. Das ist ein guter Punkt, denke ich. Von daher, wenn wir mal von der Seite das Ganze anschauen, ich bin User und ich möchte meine Präferenzen managen. Welche Möglichkeiten habe ich denn bei euch? Ist das auch übergreifend dann über mehrere Publisher möglich oder ist das dann eine Einzellösung für einzelne Publisher? Yeah, when it was up to us, you would have full control over all the data, but that's not realistic. I think many publishers will have different strategies. There's a thing called global consent, which works perfect for the consumer. You give consent to Criteo once, you give it to AppNexus once, and once you go on to the next website, that consent is also applicable there. But you also see publishers taking a route where they want to manage that consent on their own, and that consent is only applicable in their own environment. I don't think from a consumer perspective that is very healthy. Ja, ich würde tatsächlich gerade da zwei Sachen nochmal drauf eingehen. Also wir haben tatsächlich in der internationalen Perspektive diese große Herausforderung, dass außer in Deutschland der Sachverhalt der Datenverarbeitung des legitimen Interesses nicht wirklich rechtlich verstanden oder gemäß der E-Privacy-Direktive der Umsetzung der existierenden Direktive möglich ist, was dazu führt, dass wir rechtlich in einer ganz merkwürdigen Situation sind, dass möglicherweise wir in Deutschland im gallischen Dorf sind und wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Bereich Marketing, im Bereich Digital Advertising mit dem Thema legitimem Interesse und damit mit dem Thema Opt-out weiterarbeiten können. Das führt tatsächlich dazu, dass auch im Unterschied zur Verimi, die European NetID Foundation und das Produkt der NetID eben jetzt nicht mit der Datenschutzgrundverordnung bereits schon live gehen wird und live gehen muss, weil wir eben nämlich tatsächlich den Sachverhalt der direkten Verknüpfung der Identität mit dem Zustimmungsmanagement, das nach Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Verordnung irgendwann erforderlich ist und das man dem Nutzer anbieten muss, in Deutschland so nicht erforderlich wird oder ist. Gleichwohl wird die NetID eben genau dieses Thema, was du angesprochen hast, nämlich das Privacy Center, also das Verwaltungsfrontend für den Endnutzer,
tatsächlich eben auch anbieten, indem man dann eben differenziert jede einzelne Legal Entity, jedem einzelnen Zweck seine Zustimmung geben kann oder eben auch entziehen kann. Das ist tatsächlich das, was der Gesetzgeber will. Ich kann es nicht ändern. Wir werden uns darauf einstellen müssen. Und ähnlich ist, glaube ich, auch das Verimi-Konzept. Und diese Sachen werden nur dann funktionieren, wenn man eben tatsächlich zusammenarbeitet und gemeinschaftlich vorgeht. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum es die European NetID Foundation gibt. Vielleicht ergänzend für die Verimi-Seite, ich sehe diese Punkte alle ähnlich. Ich glaube allerdings, wir müssen jetzt vorbereitet sein auf alles das, was kommt, und Verimi wird dieses Cookie Control Center, also ein Opt-in-Manager, genauso liefern wie alles andere, was dazu gehört. Ich bin der festen Überzeugung, und das hört man ja auch, wenn man ein bisschen in die USA jetzt reinhört, die haben weder an einem deutschen noch an einem europäischen gallischen Dorf Interesse, sondern die überlegen vielmehr, wie sie diese veränderten Anforderungen nutzen, um dadurch globale Produkte auszurollen. Das heißt, im idealen Fall kann es sogar sein, dass aus diesen Anforderungen aus Europa auch die amerikanischen und globalen Produkte verändert werden. Und unserer Meinung nach ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich darauf einzustellen und darauf vorbereitet zu sein. Und die Lösung für all diese Themen bringt eben die Verimi. Und anders als jetzt Thomas, du gerade sagte, ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt am Markt sind und schon konkret anfangen zu testen, weil ich glaube, diese Allianzen haben alle eine große Komplexität und da sind viele Player dabei, da sind viele technische Herausforderungen dabei, und das jetzt konkret am Kunden zu haben und das Nutzerfeedback zu nutzen, um zu gucken, was will der eigentlich? Denn das Problem, was wir, glaube ich, alle sehen, ist, da kommt irgendwas auf uns zu, was die gesamte Internetnutzung verändern wird. Das erinnert mich so ein bisschen der Zeit vor Paid Content, wo jeder sagte, da wird keiner für zahlen. Man muss sich auf eine veränderte Ausgangssituation einstellen und das im Prinzip in einem Live-Betrieb über Alpha-Beta-Tests fahren zu können und zu gucken, wie das angenommen wird, halte ich für total wichtig. Und deswegen für uns aus Verimi-Sicht ganz klar das Thema früh am Markt sein, hilft dabei, da die richtigen Wege und auch das nutzerzentrierte Produkt zu schaffen. Ja, also ich denke, es wird tatsächlich europäisch auch anders gesehen. Es gibt durchaus Märkte, also wenn ich nach Amsterdam fahre oder nach Kopenhagen fahre, die sind da schon noch deutlich länger unterwegs und die nehmen das auch deutlich ernster noch, als wir es nehmen. Ist so ein bisschen wie mit der Cookie-Richtlinie, wo wir sagen, das rollen wir dann so ein bisschen später aus. Es gibt auch andere Märkte, wo noch gar nichts passiert ist. Also wenn man in die südlichen Länder guckt, für die ist das alles kein Thema. Die gehören da in dem Fall nicht zu Europa und für die muss da auch nichts gemacht werden. Von daher ist es, glaube ich, als internationaler amerikanischer Player auch schwer, so eine europäische Strategie zu finden am Ende des Tages. Wenn ich jetzt aus User-Sicht schaue, ich bin der User, warum sollte ich denn überhaupt zustimmen? Also schön, dass wir Allianzen haben, wo man die Zustimmung dann teilen kann, aber warum soll ich das machen? Ich gehe jetzt auf meine beliebteste, neueste Sport-Webseite. Der Content, der war immer frei, der ist jetzt noch frei, weil man darf es nicht koppeln an die Zustimmung. Und ich sage einfach, ich stimme nicht zu. Was ist denn für mich der Mehrwert, tatsächlich in irgendeiner Form bei einem zuzustimmen? Also ich glaube, das, was der Tim gesagt hat, wichtig für den User ist die Transparenz. Der User muss halt wissen, was passiert mit den Informationen oder mit seinen Informationen, mit seinen Daten. Und da muss der User permanent volle Transparenz haben. Und da macht es natürlich dem User das nicht einfacher, wenn er sich in 5 verschiedenen Stellen einloggen muss und jedes Mal den Consent geben muss. So, idealerweise gibt es eine Plattform, auf der der User sagt, das und das möchte ich und das möchte ich nicht. Und das dann für alle übergeordnet gilt. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil es sehr viele Parteien im Markt gibt. Und das nächste Problem ist, dass es halt sehr große Player aus Amerika gibt, die diesen Consent sich sehr, sehr einfach einholen und uns allen dann einen großen Schritt voraus sind. Und deswegen, je mehr unterschiedliche Allianzen es da gibt, desto komplexer und schwieriger aus User-Sicht wird es. A little comment to that. Isn't it so that for the American parties, it's pretty easy to get consent, but they're also not heavily relying on third parties outside of their closed wall, where if you look at German or Dutch publishers or whoever, they heavily rely on third parties for their revenue and they rely on those data streams. Isn't there a way to make that less complex? Das ist ungefähr das, wo wir hinwollen mit einer Lösung, die wir für Ströer, für unsere Publisher entwickeln wollen. Das ist das, was ich vorhin erwähnte. Die meisten Publisher nutzen eben unterschiedlichste Systeme für die Monetarisierung. Sei es, dass sie ein Google-Ökosystem verwenden, inklusive AdX, plus sie haben vielleicht nochmal ein Header-Bidding, wo nochmal 15 weitere SSPs dahinter stecken. Dann nutzen sie für den Text-Bild-Bereich vielleicht nochmal ein Recommendation. Da gibt es dann auch 3-4 Anbieter am Markt, die sich dafür genutzt werden können. Und so kommt man relativ schnell auf 10, 15 Parteien oder noch mehr, die man in seinem Tech-Stack verwendet. Und aus Nutzersicht ist es
wahrscheinlich komplex, dem durchzusteigen. Der Gesetzgeber wird wahrscheinlich die Anforderung fordern, dass wir zumindest die Option geben, überall zu sagen yes or no. Und das will ich als Publisher eigentlich aber einmal zentral implementieren und nicht von 15 oder 30 Anbietern, die mir gegebenenfalls eine API-Lösung bereitstellen, diese dann bei mir implementieren, um das dann wieder an Informationen durchzuschleifen. Das ist da, wo wir dann die Rolle des Vermarkters sehen, diese Aufgabenstellung in der komplexen zukünftigen Welt eben möglichst zu bündeln. Kann natürlich auch ein technischer Dienstleister sein, der das versucht, für jemanden zu lösen. I think with the 10 or 15, you're being positive. The rest I agree. Sure. Es gibt ja auch schon relativ lange bei Google den Preference Manager. Da habe ich mich damals am Anfang auch mal eingeloggt und das war schon gar nicht so schlecht. Das war wie männlich 30 bis 40. Da waren ein paar Treffer bei, dann konnte ich auch Haken an- und ausmachen, mich für bestimmte Sportarten, Basketball oder anderes abmelden und mich bei anderen anmelden. Das habe ich zweimal gemacht. Eigentlich nur das Interesse, wie sie es gemacht haben, ob es eine schlaue Lösung war und wie es funktioniert hat. Und ich halte mich schon relativ affin für das Thema. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass meine Mutter besonders Interesse hatte, ihre Daten über mehrere Plattformen zu managen und zu schauen, wer denn was über sie sammelt, um dann Sachen ein- und auszustellen. Gibt es wirklich von User-Seite Interesse? Was ist der Mehrwert für den User, das tatsächlich zu tun? Ich glaube, dass der Mehrwert darin liegt, dass man es kann, wenn man es will. Wir wissen alle, es gibt mehr als 2/3 der deutschen Internetnutzer, die sagen, dass sie eigentlich AGBs nicht lesen. Ja, glaube ich, bis 80% lesen manchmal und 20% lesen immer. Das heißt, die Leute lesen eigentlich nicht das, was sie da anhaken oder unterschreiben. Und gleichzeitig wissen wir, dass sich 2/3 der Menschen, die das Internet benutzen, total unwohl fühlen, dass mit ihren Daten irgendwas gemacht wird, was sie nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, dass dieses Event dazu führen kann, dass wir jetzt im Prinzip die Verknüpfung dieser beiden Themen hinbekommen. Diejenigen, denen es egal ist, die nutzen einfach weiter, klicken an und fühlen sich wohl damit, dass es eine Möglichkeit gibt, das möglicherweise irgendwann auszuschalten, werden aber sicherlich nicht der Großteil der Nutzer sein. Das kennt man ja. Der Großteil geht das einfach mit und hakt es an. Für diejenigen allerdings, für die ihre Daten sensibel sind und die möglicherweise den Wert ihrer Daten erkannt haben oder die sehen, wie arglos sie in der Vergangenheit mit den Daten umgegangen sind, die werden diese Schieberegler-Möglichkeiten gerne nutzen und werden das nach ihren Interessen einstellen. Und Interessen können entweder Segmente sein, Branchen sein oder auch einzelne Unternehmen sein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Konsumenten die Hoheit gibt, das zu entscheiden. Und das wissen wir selber, Optionen machen das Leben reich. Und wenn ich die Option habe, Dinge an- und abzuschalten, bin ich sehr viel bereiter, auch was anzuschalten. Und ich glaube, das wird der Hebel sein, warum der Kunde in Summe als Gewinner aus dieser Sache rausgehen kann. Also ich glaube, es geht um die 3 Punkte, die alle gesagt worden sind. Es geht um Transparenz einmal für den User, es geht um die Kontrolle für den User und für die Einfachheit. Das heißt, muss nicht jeder, die Oma muss das nicht machen, die muss es halt akzeptieren, wie es voreingestellt ist. Aber alle anderen, die den Wunsch haben, das freihändig, eigenständig einzustellen, die müssen auch auf einfache Art und Weise die Möglichkeit haben, das permanent zu kontrollieren. Yeah, my Oma is on Facebook, and not once did she ask me, so why do I need to log in for that? And no one asks the same about Spotify or SoundCloud, but these sites give you a service that is worth logging in for. Is that different for news websites or entertainment or RTL? Ich glaube, die Mehrwertfrage ist sicherlich nicht ganz so einfach zu klären. Was wird uns aber denn tatsächlich erwarten? Also es ist klarer Wunsch der Gesetzgeber, dass der Nutzer, das heißt der Konsument, volle Kontrolle haben soll. Das heißt, und das ist auch tatsächlich mit den etwas höheren gesetzgeberischen Strafen beim Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung oder die Privacy-Verordnung insgesamt gekoppelt. Das heißt, wir werden eine Welt haben, in der einen Riesenhaufen an Cookie-Walls, an Zustimmungs-Walls, an Consent-Management-Systemen den einzelnen Nutzer insgesamt überfordern. Was ist das Ergebnis? Im Ergebnis wird der Nutzer entscheiden können, okay, ich gebe meine Zustimmung weiterhin nur Facebook, Google, Instagram oder anderen großen US-amerikanischen Plattformen. Und das ist dann sozusagen meine Heimat, meiner digitalen Identität. Oder es gelingt uns durch gemeinschaftliches Agieren, das ist der Grund für die Gründung der Verimi, das ist sicherlich auch der Grund für das Zusammenarbeiten in der European NetID Foundation. Es gelingt tatsächlich durch gemeinschaftliche Anstrengung aller Marktteilnehmer hier in Deutschland und dann hoffentlich auch in Gesamteuropa eigene Ökosysteme aufzubauen, die denn dann eben
in einer transparenten Form dem Nutzer tatsächlich auch die Möglichkeit bieten, seine Zustimmung zu verwalten, seine Interessen sicherlich dann auch noch zu folgen. Und wir haben ja auch schon von den Entwicklungsplänen der Verimi gehört, auch bei der NetID ist tatsächlich sicherlich in einem Entwicklungspfad vorgesehen, sicherlich auch in Payment-Bereiche und andere Bereiche hineinzugehen. Das ist aber dann tatsächlich Zukunftsmusik. Fakt ist, wir werden solche Systeme sehen und die Internetnutzung wird sich ab Mai 2018 verändern. Das definitiv, das werden wir vermutlich noch nicht abwenden können. Jetzt gibt es tatsächlich starke Produkte, wenn ich jetzt auf bild.de gehe oder pro7.de gehe, dann macht es durchaus Sinn, dass ich mich einlogge und meine Profile habe. Jetzt gibt es aber auch, glaube ich, viele, gerade so in der B- und C-Qualität und auch Reichweite-Produkte, die sind in irgendeiner Form austauschbar. Wie gehen die denn damit um? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Gaming-Webseite gehe und da muss ich mich dann einloggen oder registrieren, ja, kann ich machen, kann ich nicht machen. Wenn ich es aber nicht mache, habe ich ja keinen Nachteil davon. Ich kann mir den Content ja trotzdem anschauen. Warum soll ich das in dem Fall tatsächlich tun? Ich glaube, wir müssen davon sozusagen nicht vermischen, dass es auf der einen Seite die Login-Thematik gibt und auf der anderen Seite eben tatsächlich den Consent. Und der Consent bedingt ja nicht, dass ich mich auf jeden Fall einloggen muss, sondern ich habe ja weiterhin die Möglichkeit, auch meinen Consent abzugeben und dieser kann in einem Cookie gespeichert werden, je nachdem, wie die E-Privacy-Richtlinie umgesetzt wird. Wird es die Möglichkeit noch geben, ein Cookie zu nutzen. Und dann kann ich tatsächlich diese Information an einer zentralen Stelle halten oder zumindest mal abgeben und sie ist dann verfügbar und ist auch wahrscheinlich dann einfach möglich. Ich hoffe mal, die Consent Centers werden dann ähnlich sein und einfach nutzbar sein. Dennoch werde ich halt aber auf jeder Webseite das einmal tun müssen. Gegebenenfalls so, wie wir das heute auch mit dem Cookie-Banner kennen, dass ich halt einmal zentral sagen kann, ist okay und dann ist es auch fein. Während das Login letztendlich eine darüber hinausgehende Option ist, wenn ich nämlich das Login nutze, dann habe ich die Möglichkeit, einmal so ein Profil zu hinterlassen und kann dann letztendlich diese Freigaben zentral verwenden und auf jeder Webseite und muss nicht auf jeder Webseite wiederum sagen, vor allem wenn ich so ein Heavy-User bin, sage ich mal, der wirklich sagt, okay, ich will ganz genau steuern, wer meine Daten bekommt, dann ist es wesentlich einfacher, wenn ich das mit einem Login mache, den ich auf allen Webseiten wiederfinde. Dann logge ich mir nämlich einfach nur ein, auch auf der Gaming-Webseite, weil ich weiß, dann habe ich volle Kontrolle darüber, welche Marktpartner meine Daten sehen und nutzen dürfen und welche Marktpartner vielleicht auch nicht. Während halt die Oma wahrscheinlich immer sagt, ist okay. Hoffentlich. Oder 80% der Facebook-User. Also ich kenne persönlich bisher keinen, der bei Facebook tatsächlich die 48 Seiten sich durchgelesen hat, bevor er zugestimmt hat. Von daher die Gefahr, dass sich die User das alles durchlesen, die ist dann auch relativ gering. Jetzt hast du, Tobias, ja vorhin schon angesprochen, dass eventuell damit auch Reichweitenverluste einhergehen. Jetzt seid ihr als Agentur nicht ganz so darauf angewiesen, jetzt reagieren zu müssen. Ihr könnt euch das ja erstmal primär anschauen und gucken, was sich durchsetzt und wie sich was bildet. Wie seht ihr das denn als Agentur und wie sehen das eure Kunden aktuell auch? Naja, im Endeffekt ist es halt so, wenn wir dort, wo wir nicht mehr datenbasiert aussteuern können. Und datenbasiert heißt ja jetzt noch nicht mal, dass ich ein komplexes Targeting anwende, sondern das heißt ja nur, dass ich die Frequenz der Kampagne kontrollieren will oder dass ich den Werbeerfolg für den Kunden nach der Kampagne dann messen will. Dann fallen wir halt mit Teilen der Kampagne in Zeiten zurück, die habe ich noch erlebt, als ich 1999 mit Online-Marketing angefangen habe und als keiner wusste, was ein Cookie ist und man dann angefangen hat, Skripte zu schreiben, um irgendwelche IDs über Webseiten zu schleifen, um irgendwie mitzubekommen, wer hat irgendwie nach der Werbemaßnahme bestellt und wer nicht. Insofern ist es natürlich schon so, dass auch aus Sicht der Werbekunden es wahnsinnig wichtig ist, eine möglichst große Reichweite zu behalten, wo ich die Möglichkeit habe zu tracken und dies nicht nur in verschiedensten Silos tun zu können. Sehen die Kunden aktuell auch irgendwelche Gefahren? Sind die vorsichtiger in der Budgetierung oder in der Planung oder sehen die das alle sehr entspannt, die Advertiser? Ich würde sagen, die gehen jetzt langsam in so eine Warteposition, wo sie schon sehr genau hinschauen, was sich da tut, nachdem das ganze Thema mit der rechtlichen Regelung zum 25.05. ja erst vor erstaunlich kurzer Zeit im Markt wirklich angekommen ist, in meiner Wahrnehmung. Wir müssen ja auch bei dem ganzen Thema zwei Sachen unterscheiden. Also wir reden jetzt von GDPR. Eure beiden Allianzen richten sich ja eher in Richtung E-Privacy, wo der explizite Opt-in
gefordert wird. Ja, also insofern, trotzdem sind auch, kann ich bestätigen, unsere Partner, ob das Publisher oder Kunden sind, im Moment relativ nervös und müssen einige auch noch ihre Hausaufgaben machen, um jetzt schon GDPR-ready zu sein und den Nutzer entsprechend heute nicht explizit, aber implizit zumindest auf, über das zu informieren, was auf der Seite alles getrackt und an Informationen gesammelt wird. Gut, also vieles, die Opt-in-Pflicht kommt natürlich dann primär vermutlich mit dem Privacy am Ende, aber jetzt berufen wir uns ja auf den 6F, auf das berechtigte Interesse. Das gilt ja nun auch nicht für alle Marktteilnehmer. Es gibt durchaus Modelle am Markt, die auch unter 6F tatsächlich schwierig sind. Von daher denke ich mal, ist es schon gut, wenn man sich dann auch zeitig darauf vorbereitet. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein kleinerer, mittlerer Publisher bin, der jetzt nicht bei einem der großen Vermarkter automatisiert da mit drin ist und der abgedeckt ist, ihr habt ja beide gesagt, es sind offene Systeme. Wie kann ich mir das da vorstellen? Ich bin keiner Publisher, ich habe 5 Millionen Impression. Das ist jetzt wahrscheinlich bei euch in der Prio nicht ganz oben, dass ihr sagt, den rufen wir jetzt morgen sofort an und mit dem starten wir durch. Wie kann der denn mitmachen? Wie kann der sich denn absichern? Bei uns auf der Seite liegen offene Standards, das heißt hier eine API und die SDK sind alle dort beschrieben und man kann sich da als Publisher oder als kleines Unternehmen, egal wer man ist und wie groß man ist, das Ganze runterladen, angucken. Die Erfahrung besagt, dass, das sage ich jetzt ganz bewusst vielleicht ein bisschen charmant, wenn die Deutsche Bank es hinkriegt, sich anzubinden, dann kriegen das Kleine auch sehr gut hin und ehrlich gestanden sogar noch viel einfacher. Die Schnittstellen sind sehr einfach und natürlich am Anfang, jetzt gibt es auch Unterstützung dabei, aber wir kriegen bereits die ersten Rückläufe seit gestern, wir sind natürlich bisher immer aktiv am Markt draußen gewesen und kriegen jetzt aber auch tatsächlich aktive Anfragen von Partnern, die gerne dabei sein wollen. Es gibt irrsinnig viele, gerade Startups, die sich bei dem Thema nicht um das Thema Login, Opt-in oder Identität beschäftigen wollen, sondern sagen, da würde ich gerne eine fertige Lösung nehmen und die arbeiten wir jetzt alle ab, betreuen wir und es ist ganz einfach, sich da anzubinden. Also ich glaube, da löst Verimi wirklich ein Problem für die Branche. Möchtest du oder? Ja, die European ID Foundation löst, glaube ich, das gleiche Problem für die Branche. Das ist ja das Gute an dem ganzen Thema. Das Gute ist, oder das Gute aus Verimi-Sicht ist, ne, sie ist einfach noch nicht da. Von dem her werden wir jetzt bei Verimi mal das abfackeln. Ich habe ja schon gesagt, es würde viel Sinn machen, wenn du bei uns anfängst, weil natürlich wird auch die Stiftungsseite ein sogenanntes Developer-Portal haben, in dem man die APIs und die SDKs und alles das, was an technologischen Elementen erforderlich ist, herunterladen kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind tatsächlich die Ansprechpartner noch die Gründungsstifter, das heißt die Vertreter der Unternehmen Mediengruppe RTL, der ProSiebenSat.1 und der 1&1-United-Internet-Gruppe. Diejenigen, die meine Mail haben, können mich gerne auch anschreiben. Ich kann dann auch direkt in die richtigen Kanäle weitergeben. Und wie der ein oder andere Kollege hier schon gesagt hat, auch bei uns ist die Liste der potenziellen Interessenten, mit denen wir schon in Kontakt stehen, sehr lang und bedarf schon, ich glaube, Excel Version 8.0, also es ist mehr als 65.000. Braucht aber halt eine Pivot-Tabelle, um das Ganze noch zu managen. Ja. Vielleicht dann noch ein dritter Lösungsweg. Letztendlich kann auch sich eine kleinere Seite einen Vermarkter suchen. Da gibt es auf der einen Seite die haben wir eine Premium-Vermarktung für große Webseiten, aber wir haben ja auch noch einen technischen Vermarkter bei uns im Haus, das ist die YieldLove, sich dort andocken und dann schauen, dass sozusagen man einen starken Partner hat, der dann auch das für einen mitorganisiert, wenn man es nicht selber machen will, weil es wird tatsächlich immer komplexer. Wie ist das bei euch, Tim, wenn man sich jetzt für die Solution entscheidet? Vertreibt ihr die direkt an die einzelnen Publisher oder wie stelle ich mir das vor? Ja, ich habe alle Verträge mitgenommen. Man kann draußen direkt dann gleich sich anmelden. No, but it's a relatively simple integration. We use the IAB framework for consent. That was a good start. We added some additions to it because it doesn't solve everything. And we also believe that you need to give consumers a choice. And that's also to get out of the conflict of e-privacy. You cannot really enforce people to share their data or not give access to content, but you can offer a second choice. You can also pay for the content. And I think if you offer a choice, then from a legal perspective, you're good. But you need to incorporate that, and you need to also incorporate that in your processes. I had one more question, because I was quite surprised with the legitimate interest, and I can see why that works for publishers on their first party. But as far as I know, everyone is really dependent on third parties for their monetization, or their SSPs on your website, DMPs, DSPs, the list is endless.
how are they going to, can they still execute on your properties? If you use legitimate interests, what is available for them? Wir haben aus deutscher Sicht einen anderen Approach auf legitimate interest, berechtigtes Interesse. Basically, everything works. Yeah, for publishers, yes, I get that, but not for the third parties on your domains. How does that work? Well, it works in the way that the third parties do have opt-out. Also man kann sich letztendlich auf den einzelnen Webseiten dann wiederum entsprechend ausopten. Das muss man auch für die Drittsysteme entsprechend ermöglichen, um dann weiterhin eine entsprechende Konformität zu haben. Zumindest so sehen das die Juristen aktuell bei den meisten führenden Häusern in Deutschland, auch bei den Verbänden. Wir prüfen das ruhig nochmal, allerdings sehen wir das aktuell in Gallischendorf irgendwie so. Lass mich dann mal ganz kurz, Lena, aus der BVDW-Perspektive da mal kurz antworten. Wir haben tatsächlich in Deutschland eine andere Situation, weil die existierende E-Privacy-Direktive aus 2009 ist in Deutschland in eine andere rechtliche Umsetzung gelangt. Das heißt, sie ist abgebildet im sogenannten Telemediengesetz und im 15.3. Das führt dazu, dass in dieser Kombination zwischen DSGVO und Telemediengesetz 15.3 der Sachverhalt möglich ist, dass Third Parties tatsächlich im Rahmen des legitimen Interesses über Auftragsverarbeitungsverträge, die sie dann eben tatsächlich mit den First Parties zu zeichnen haben, ja, als legitim bezeichnet werden können. And is there then like a selection on partners? Let's say on average you all have 40 to 50 third-party companies on the website. You only deal with 5 to 10. The contracts, where are they with? Das ist sozusagen die Arbeit, die hoffentlich die meisten Publisher in Deutschland und die meisten First Parties in Deutschland bis zum 25. Mai erledigt haben wird. Ja, ich kann nur dafür werben, dass sie das getan haben. Wenn sie das nicht getan haben, haben sie ein Problem. Okay. Jetzt reden wir in dem Fall ja überall von der Zustimmung, von dem Konsens, von dem Login. Ist in irgendeiner Form auch Daten in diesen Allianzen schon beinhaltet? Oder ist das nur das Thema Zustimmung und sein Datenschatz, seine DMP-Daten hat ja jeder selber und man kann die miteinander scheren? Oder gibt es in irgendeiner Form auch dann Datenallianzen? Da du mich angeguckt hast, antworte ich. Für Verimi ist es so, dass wir einmal natürlich differenzieren zwischen den Nutzerdaten und den Nutzungsdaten. Und bei allem, was Verimi tut und tun wird, ist immer vorausgesetzt, dass der Nutzer dazu seine Zustimmung gibt. Es wird auf der einen Seite eben die Möglichkeit geben, das alles komplett ohne Weitergabe der Nutzerdaten zu machen. Wenn aber der Nutzer ein Interesse hat, zum Beispiel profiliert zu werden auf Interessen oder aber sich für spezielle Themen zu interessieren, dann werden wir auch in der Lage sein, mit seinen Nutzungsdaten zu arbeiten, diese pseudonymisiert auch weiterzugeben, sofern der Nutzer sein Einverständnis dafür gibt. Also auch da, sowohl von Partnerseite als auch von Nutzerseite, Einverständnis muss vorliegen, damit wir mit den Nutzungsdaten arbeiten. Ich glaube, in dem Verimi-Konstrukt ist die richtige Herangehensweise, das tatsächlich alles so transparent für den Nutzer und so nutzerzentriert zu machen, dass es hier wirklich keine versteckten Ecken gibt. Sind ja die Partner in unterschiedlicher Größe, also wenn ich ein sehr großer Partner bin und habe von extrem vielen Nutzern die Zustimmung Login und ich bin wiederum ein ganz kleiner Partner und habe wenig Zustimmung, da gibt es dann so ein bisschen Ungleichgewicht vermutlich innerhalb der Allianzen auf Dauer. Gibt es dann in irgendeiner Form eine Monetarisierung innerhalb dieser Allianzen oder ist es wirklich darauf basierend, dass einfach alle Partner es nutzen können? Bei Verimi ist es so, dass wir für die tatsächliche Anlieferung der Daten entlohnen. Ja, das heißt, wenn eine Deutsche Bank zum Beispiel jetzt tatsächlich verifizierte Kundendaten liefert, dann kriegt die Deutsche Bank dafür Geld. Und da ist so ein bisschen die Logik first come, first serve. Also der zuerst kommt, sammelt eben dann auch wahrscheinlich die ersten Gelder ein. Dann wird aber allerdings später im Verlauf der Kunde, wie gesagt, sein Profil bei Verimi aufsetzen und dann kriegt Verimi wiederum dafür Geld, dass die verifizierte Identität des Kunden bei Dritten genutzt und eingesetzt wird, wenn der Nutzer sich zum Beispiel legitimieren oder sein Personalausweisdokument digital vorzeigen möchte. Okay. Gibt es aus der Runde Fragen? Das lässt sich für mich nicht schlecht sehen, aber ich glaube nicht. Von daher, da vorne, Matthias, ja natürlich, Matthias darf sehr gerne eine Frage stellen.
Also damit es alle hören, die Frage von Matthias ist, geht ihr zusammen oder geht ihr nicht zusammen? Ich nehme an, er meint NetID und Verimi. Ich habe versprochen, die Frage selber nicht zu stellen. Deswegen bin ich dankbar, dass du die dann stellst, dann kann ich es nicht machen. Nein, also, ich glaube, man muss tatsächlich bei allen Gemeinsamkeiten, die wir tatsächlich haben, auch die zwei unterschiedlichen Schwerpunkte sehen, die wir da gegenwärtig haben. Die Verimi, wie der Name schon sagt, da geht es tatsächlich um die unmittelbar jetzt um die Verifizierung und Authentifizierung und jetzt schon im ersten Schritt um das Thema digitale Identität. Das heißt, wir reden über ganz andere Authentifizierungsprozesse, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei der Verimi im Vordergrund stehen. Für diejenigen, die die Fachbegriffe kennen, ich glaube, die Kollegen der Verimi sind jetzt schon LOA 3, LOA 4 fähig. Sondern heißen, eigentlich können die wahrscheinlich jetzt schon das Thema Iris-Scan zur Nutzung von Webseiten umsetzen. Der Schwerpunkt ist tatsächlich bei der European NetID oder Foundation und der NetID tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt andere. Da wir eher im Fokus auf dem Thema Marketing-Advertising liegen, reicht uns zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir auch überwiegend Datenschutzgrundverordnung und die Privacy-Verordnung im Auge haben, tatsächlich ein Level of Authentication 1 und 2, tatsächlich real die Benutzername, Passwort, Identifizierung. Und wir fokussieren eben hier drauf das Consent Management und genau hier frühzeitig die Größen anzustreben, die erforderlich sind und möglichst viele unterschiedliche Partner in unserem offenen Modell anzuschließen. Von daher ist das Zusammengehen in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren eher unwahrscheinlich. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich das dann an irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft ergeben kann. So, ich glaube, die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine europäische Alternative schaffen zu dem, was die Asiaten und die Amerikaner uns hier im Markt anbieten. Und für Verimi ist das tatsächlich, das Projekt ist ein Projekt, was gesellschaftspolitischen Unterschied machen möchte. Wir möchten diese digitale Identität absichern. Es ist tatsächlich so, wie der Thomas das gesagt hat, wir sind in allen sogenannten LOA-Stufen, also Levels of Assurance, unterwegs, 1, 2, 3 und 4. Die Reichweite kommt aus 1 und 2 sicherlich und aus 3 und 4 kommt dann irgendwann das Geld. Deswegen ist es bei Verimi schon die gesamte Abdeckung. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist auch noch, dass wir bei Verimi eben zentral einmal ein Nutzerkonto führen werden und die Kollegen aus der European NetID Foundation das eher dezentral halten. Das heißt also, die Ansätze sind nicht sofort kompatibel. Das ist, glaube ich, technisch nochmal ganz wichtig auch herauszustellen, dass es da unterschiedliche Philosophien im Kern gibt. Sonst wäre es sicherlich auch einfacher, das jetzt zusammenzuführen. Ich kann von meiner Seite aus nur nochmal sagen, ich habe großes Interesse daran, dass wir das irgendwie zusammenbringen. Und wenn es nur für den Nutzer am Ende bedeutet, dass er nur noch einen Button hat, weil jeder, mit dem wir sprechen, und das wird bei euch nicht anders sein, sagt uns auch, wir wollen jetzt nicht 5 Button einbauen und auch nicht 6, sondern idealerweise eben einen. Und nochmal erinnernd daran, der Wettbewerb, das sind nicht wir beide. Wir beide sind hier auf deutscher Ebene in diesem globalen Spiel eigentlich nicht wirklich Wettbewerber, sondern es geht darum, dass wir uns als Deutsche, als Europäer stark aufstellen Richtung USA und Amerika, weil ich glaube, alle, die hier im Raum sind und mit Digitalisierung befasst sind, wenn wir uns nicht ganz schnell was einfallen lassen, diese Geschäftsmodelle, diese Kundenbeziehung und diese Identitäten hier in Deutschland und Europa zu halten, dann rutschen uns alle Geschäftsmodelle weg. Und ich meine jetzt nicht nur die Vermarktungsgeschäftsmodelle, sondern dann haben irgendwann die Automobilindustrie keine Kundenkontakte mehr, die Finanzindustrie hat keine Kundenkontakte mehr und die Amazons, Googles und wie sie alle heißen, Alibabas, sind in der Lage, Kunden von deutschen Unternehmen, von europäischen Unternehmen besser zu profilieren und an Dritte zu verkaufen, als sie das selber sein werden. Deswegen nochmal mein Appell, es geht hier nicht um NetID und Verimi, sondern es geht hier um was Großes anderes. Es geht darum, dass wir verdammt noch eins jetzt uns zusammennehmen und europäische Lösungen finden, damit diese Skandale, die wir jetzt bei Facebook gesehen haben, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben, damit wir die unter unser Recht stellen, unter unsere Hoheit stellen und jetzt hier eine echte Alternative für den Nutzer aufbauen, und zwar bevor es zu spät ist, denn besonders viel Zeit haben wir nicht mehr. Schönes Schlusswort. Allerdings, also ein besseres Schlusswort hätten wir nicht finden können, von daher danke ich dir für das super Schlusswort. Ich denke, das ist wirklich ganz wichtig. Wir haben ja Themen auf der D3Con, die kommen, ja, die sind dann hip, die verschwinden dann wieder und dann gibt es andere Themen. Es folgt jetzt mit dem Adblocker-Panel, ein Panel, was
immer kommt, weil das Adblocker-Thema leider nicht so einfach verschwindet, wie manche es gerne hätten. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Thema und eine Runde ist, die öfter stattfindet, weil wir werden nächstes und übernächstes Jahr wahrscheinlich sehen, wie sich das entwickelt hat. Wir werden wo ganz anders stehen und wir werden hoffentlich tatsächlich einen Gegenpol bilden können zu den Amerikanern. Das hoffe ich sehr. Vielen Dank an die Runde und vielen Dank ans Publikum.